Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia Rebirth. Wir sind in der absoluten Ghoul-Hölle gelandet beim letzten Mal und haben einige Nachrichten gelesen, die von Leon geschrieben sein müssen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem er sich noch dabei befand, sich langsam aber sicher in einen Ghoul zu verwandeln. Und dieses Schicksal scheint uns ja mehr oder weniger auch zu erwarten. Obwohl Tassi noch versucht, dagegen anzukämpfen. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit wird das überhaupt von Erfolg gekrönt sein? Und wie wirkt sich unsere Schwangerschaft darauf aus und umgekehrt? Wir wollen natürlich auch keinen Ghoul-Arsch heranziehen lassen in uns. Und dementsprechend ist es natürlich jetzt etwas schwierig. Dieser Ghoul-Bau, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Steht der da einfach nur? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da hin müssen, wo der eine Ghoul auf uns aufmerksam geworden ist und angefangen hat zu patrouillieren. Die Frage ist natürlich... Warum bleibst du nicht in dem Loch, aus dem du gekrochen kamst? Wobei, der kam von oben. Aber es gibt auch Löcher oben. Es gibt auch Löcher weiter oben, die man beachten sollte. Da zum Beispiel. Ich meine keine anderen obszönen Löcher, sondern solche Löcher. Ist er jetzt weg? Ist er denn jetzt weg? Hä? Oh. Hä? Kann ich bitte vorbeigehen? Ich hab keinen Sellerie. Ich hab keinen Sellerie! Ich dachte immer, Veganer sind freundlichere Menschen. No! Kein Riegel, warum nicht? Oh, okay, hier können wir offenbar durch. Das ist jetzt gar nicht mal schlecht. Wir haben ja auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen Licht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da lang will. Ich weiß es nicht. Spinnikäfer, komm und helf mir. Okay, wir können auf jeden Fall hier rein. Oh, irgendein Panzerknacker hat hier einen mega Fluchttunnel gegraben. Warum flackert das Licht? Ich kann doch jetzt nicht hier runterspringen. Okay. Oho. Full of fucking monsters. Everywhere. Scraping through the roots. Sniffing. Hunting. Trying not to listen, but I'm so fucking scared. Of them. Of me. Too scared. I keep blacking out. Waking up where I shouldn't be. I don't remember where. So angry. I was gnawing on a fucking bone when I wake up. A fucking bone! Leon. It's Leon. Remember! Kleiner Balken hier. Was haben wir hier?
fucking Bones! Er hat an Bones genagt. Das machen wir jetzt erstmal an. Ja, Leon kann einem schon leid tun. Also scheußlich, wie ich ihn fand, als ich ihm das erste Mal begegnet bin. So viel Mitgefühl habe ich nun in meinem Herzen für ihn. Nein, im Ernst, also das muss ein ganz grausames Schicksal sein. Auch wirklich zu merken, dass es mit einem zu Ende geht, dass man sich verändert, dass man zu einem Monster wird und man kann nichts dagegen tun. Das ist schon grausam. Was ist jetzt hier noch für eine Note? Oh, nothing here. Not monsters. Just sleeping. Waiting. Hunters. Lock me. Just lock me. Changed. Stronger. So much stronger. Hungry like you know. She did it. She did it. I wish I'd ripped her belly open and pulled the thing out. Er meint unser Baby. Wer ist das Ding noch? Amira oder so? Ne, Amira hieß es nicht. Es hieß anders. Auf jeden Fall, wow. Krass. Ich hoffe, wir begegnen ihm nicht nochmal wieder. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass es doch passiert. Aber das wird sich dann herausstellen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Es geht ja aktuell nur... Oh Gott. What? Ah! Ah, der hatte wohl eine Calzone zu viel. Hoffentlich war es eine vegane Calzone, sonst kriegst du richtig Ärger, mein Freund. Ist verdammt dunkel hier. Okay, er scheint auf jeden Fall verschwunden zu sein. Was ich schon mal ganz sehr begrüße. So, zu... Was haben wir hier? Lampenoil. Nice, brauchten wir jetzt auch mal wieder. Dann haben wir hier noch unsere... Ja, sehr gut. Und hier kann man sich hier drin verstecken. Ich bleibe einfach in diesem Schrank. Das finde ich großartig. Das ist der erste Ort, an dem ich mich so richtig pudelwohl fühle. Leider. Okay. Halbkopf Grachus. G. Gracchus. Der größte Rapper des Römischen Reichs. Man kennt ihn. Wo führt das hin? Da hinten sind... You... Are you shitting me? Oh, ist das tief, Mann! Wo zur Hölle bin ich hier überhaupt? Okay, hier sollte man vielleicht nicht unbedingt lang gehen. Warum flackert das Scheißlicht denn schon wieder so? Oh, sehr gut. Kannst du wenigstens das als Waffe mal mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist sehr, sehr gut. Ich will nicht weiter tiefer... Ja, mit leise wird das hier ein bisschen problematisch, Tarsi, befürchte ich.
Er will nicht so recht. Hä? Verstehe gerade nicht, warum das jetzt komplett aufgehört hat. Seriously, warum hat es denn komplett aufgehört? Hä? Will er mich jetzt etwa laxen? Ah. Also wenn das Baby jetzt noch nicht tot ist, dann wird es niemals sterben. Das war eh nicht richtig. Wir müssen es noch weiter drehen. Die Triadon! Lauf! No. Oh Gott! Oh Gott! Temple Run! What the... Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Zweite Runde! Oh Gott, damit! Wo lang? Wo lang denn? Warum endet es nicht? Lauf! And maybe it's another doctor. No. I will not put her through it. Not again.
Ich glaube, ich bleib bei meinen Frikadellen. Ja. Wir sind ernsthaft hier? Wie haben wir das denn geschafft? Just got to get this thing working. Ja. Und dann können wir endlich von hier verschwinden. Wir müssen uns beeilen, bevor mir wieder irgendein Felsblock auf den Kopf aufschlägt. Und ich, weiß ich nicht, in irgendeinem Hinterhof von irgendeinem, wer weiß, was ich was aufwarte. An! Nein. Shit. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm schon. Komm schon. Oh, fuck. Wir müssen die Dinger noch wieder anordnen. Warum auch immer wir das jetzt schon wieder neu machen müssen. No! You fuck! Okay. Gehen wir hier lang. Und zwar schnell. Lange Zeit werden wir nicht mehr haben. No. Oh. Danke, Mr. Shadow. Ich glaube, ich habe den Schatten. So. Los. Los. Tassi. Flieh. Raus. Raus! In die Freiheit! Nein! Ich will nicht zurück zu den Veganern! Ach Mann, Alice. No. Fuck. Whatever that flash was, I think it broke the portal. Ja, wunderbar. So much for the down. Where the hell have I taken us now? Das muss wieder die andere Welt sein. Und es sieht für mich fast danach aus, als wären wir hier wieder in... Ja, das ist Mr. Ringelnatz. Er steckt wirklich hinter allem. Jetzt lässt er sich auch noch von den Jungfrauen feiern. Ist ja unerhört. Ziemlich groß hier irgendwie. Another portal. It was. Who
Ja, wunderbar. Gibt's hier überhaupt noch irgendein funktionierendes Portal? Wie kommt man daran? Ach, weil ich schon zwei habe. What the fuck, okay. Wir sind voll von Ressourcen, ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Mann, das ist schon wieder ihre Welt. Ich wollte hier nicht hin. Ich wollte hier nicht sein. Vor allen Dingen kann es gut sein, dass hier keine Ghule sind, oder? In ihrer Welt waren keine Ghule. Aber vielleicht sind hier andere Lebewesen. Es könnten andere Lebewesen sein. Das klappt so nicht. Ich glaube, wir brauchen noch so ein Teil. Okay, flankiert von diesen Mr. Ringelnatzen gehen wir jetzt erstmal hier lang. I see. Das sieht ganz und gar nicht gut aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das macht mich nicht gerade an. So, jetzt sind die beiden aktiviert. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ist das hier so eine Art Versammlungsraum gewesen? Nichts passiert. Man kann da hochgehen. Was ist da oben? Man kann sich aber über eine Sache sicher sein. Also Leon wird uns hierhin nicht folgen. Das würde mich doch jetzt arg verwundern. Okay. Nehmen wir den mal mit. Ich glaube, den brauche ich nämlich hier drüben. Ist auf jeden Fall eine interessante Art und Weise der Energiezufuhr hier. Ja, der geht bis hier. Der geht bis hier. Okay. Okay. Oh, ich habe ein Auge gefunden. Das ist... Guck mal, hier, diese Steinmaske. Könnte das die Mutter sein? Ach Gott. Ich dachte gerade, was war das denn jetzt? Das funktioniert leider nicht. Ist das ein Kind? Ist das ein Baby da drin? This doesn't get any easier. Does it, Marie? Nee, überhaupt nicht. Kein bisschen. Sie huldigen auf jeden Fall der Mutter. Ich werde aus diesen Schnitzereien auf jeden Fall überhaupt nicht schlau. Aber es ist ganz viel irgendwie so ägyptisch und sowas. Guck mal.
Der große Durchbruch im Raffinationsprozess war Ayandra, dem Apostaten, zu verdanken, der Zuflucht in unserer Stadt suchte, nachdem er den Zorn der Herrscher der brennenden Festung auf sich gezogen hatte. Um sich als würdig zu erweisen, schlug der Apostat die Behandlung mit einem Absud aus der Blume von Emmerich vor, die das Gedächtnis der Objekte bereinigen und so die Erschöpfungserscheinungen mindern sollte, die durch wiederholte Stimulationssitzungen hervorgerufen werden. Gedächtnis der Objekte bereinigen. Amnesia. Ist das etwa der Trank, den wir auch in Amnesia The Dark Descent zu uns genommen haben? Temako war beeindruckt und nahm Ayandra als Schüler auf. Die beiden arbeiteten jahrelang zusammen, bis schließlich die Verbrechen des Apostaten ans Tageslicht kamen. Daraufhin wurde er auf ewig verbannt. Ayandra. Könnte es sich dabei um Alexander von Brennenburg handeln? What do you suppose happened to the people who lived here? At least we got away from Leon. I never liked him. Aber er konnte dich. In the wrong way. And he hated Salim. Ich wollte gerade sagen, das war relativ offensichtlich. Schon bei seiner ersten Reaktion quasi. So. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um dieses Rätsel zu lösen. So, das bleibt so an. Jetzt müssen wir das Teil von hier hinten noch holen. Tap, tap, tap. Der kommt hier jetzt in die innere Kammer. Ah, das scheint zu reichen. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt ja noch den dritten. Und dann dürften wir den nächsten Abschnitt öffnen. Oh Gott, diese Jagdsequenz vorhin, ey. Schrecklich. So, jetzt haben wir das offenbar geschafft. Wir haben diesen gesamten Ratssaal hier mit... Das ist der Thron. Hier ist auch ein Tor. Das ist der Thron, den wir in der Abbildung gesehen haben, Leute. Vorhin. In dem anderen Raum. Wo dann irgendwie dieses Destillat reinläuft. Ist es das nicht? Nudel. Wow. Also wenn das mal keine fortschrittliche Technik ist, dann weiß ich auch nicht. Was genau will er von der Nudel? Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ich will nicht, dass du schon gehst.
Vor allen Dingen habe ich keine Ahnung, wie sich das Tor hier öffnen soll. Wobei, doch, habe ich. Also, wir müssen irgendwie selbst in so ein Ding reinkommen. Die Frage ist, wie? Was piept ihr denn so? Kommt da irgendwas? Oh no, wir machen das tatsächlich. Oh fucking shit. Are you crazy? Ich würde mich doch niemals in so ein Ding reinsetzen. Vor allen Dingen weiß ich ja nicht mal, ob ich überhaupt zurückkomme. Gleich sehen wir Amari. Ah, wird's Dings. I thought you might be a dream, or that something had gone wrong. What? I don't like this. What does it mean? Sickness. Sickness. Wasting. The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. No. I can help her. I can save her. Sie? Redet die von Alice? Moment mal. She's ill. She's ill, I remember. Oh God. Just like Alice, what do I do? Help me! Aid within these walls. Follow me. Ich traue der nicht. Ich traue der nicht. Was immer hier los ist, es ist nicht gut. At least I got to see you. I'm so sorry, my love. I should have known you were in. Ja, woher denn, Tassi? Woher denn? Okay. Wir sind schon wieder über der Zeit. Ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir dann mit diesem tollen Lift hier durchfahren und dann wo auch immer landen. Bei dieser komischen Frau, die uns den Weg weisen möchte. Ich glaube aber, dass das eine Falle ist. Das könnte, wie gesagt, diese komische Kaiserin, diese Mutter sein. Aber wir werden es sehen beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Amnesia Rebirth.